zwar geht es dabei um den Kampf Rexy gegen Giganotosaurus. Das Interessante an dem Video ist, dass es animiert worden, bevor der Film im Kino gelaufen ist. Das heißt, wir sehen hier mehr oder weniger einen Kampf, der kreiert wurde, ohne dass die Person wusste, wie der Kampf später im Film aussieht. Ja, ich habe letztes Mal habe ich ja gesagt, es ist immer einfach zu sagen, ja, hier, ich mache das alles besser. Also im Nachhinein kannst du immer sagen, wie man das besser macht. Dieses Video allerdings könnte eventuell den Kampf schon von vornherein besser gemacht haben als der Film. So, was lese momentan als E-Book das Rosenparadoxon? Oh, da wirst du eh depressiv, das verstehe ich schon. Dann verstehe ich auch, warum du gerade so drauf bist. Kannst du dir mal ein kurzes Feedback geben, wie es dir bisher gefällt oder bei welchem Kapitel bist denn du aktuell? Aber trotz allem, nebenbei schauen wir jetzt einfach mal hier rein. Nochmal zum Mitschreiben, dieses Video wurde veröffentlicht, bevor Jurassic World Dominion im Kino gelaufen ist. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob der Herr oder die Frau, wer auch immer das Video hier gemacht hat, ob dieses Video eventuell schon besser durchdacht gewesen ist als der Film Jurassic World Dominion. Es ist nicht unwahrscheinlich, ne? Es ist nicht unwahrscheinlich. Wir legen mal los. Die Animation ist nicht ganz so flüssig wie bei den Videos gestern, aber auch ähnlich brutal wieder. Ne? Die Leute irgendwie, die diese Animation machen, haben extrem Bock darauf, viel Blut zu zeigen. Okay, warum du das nicht im Film hättest zeigen können, ist, glaube ich, klar. Dass das Ganze vor dem Film animiert wurde, weil hier so ein paar Sachen noch nicht ganz klar waren. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Okay, werden also permanent Körperteile abgerissen. Gibt Rexy wieder an den eigenen Wunden. Ja, dieser Move, wo der Giga den T-Rex so an der Schnauze oben packt, ist ja wirklich exakt so eingetroffen, nur eben hier im Wald. Es kann sein, dass das sogar schon als Clip zur Verfügung stand. Kann das sein? Gab es diesen Clip damals, wie der Giga den T-Rex mobbt? Das ist ja so Mobbing gewesen. Gab's das vorher schon? Weil das wäre jetzt ein krasser Zufall. Hier ist man noch davon ausgegangen, dass der Endkampf auch in diesem Wald sich abspielt. Ich meine, das war ja auch im Biosyn Valley immer noch. Aber hier ist man davon ausgegangen, dass der Moment, in dem der Giga zum ersten Mal auf den T-Rex trifft, dass dann auch hier der Endkampf kommt. Und abgesehen von den ganzen Körperteilen, die abgerissen werden, das Feuer wurde hier noch nicht auf die Grashüpfer bezogen, weil man das damals auch noch nicht wirklich wusste. Ich glaube, man konnte sich das irgendwie erahnen, weil ja auch Ian Malcolm hat ja diese eine Fackel in der Hand gehabt und das war ja eigentlich auch nur ein Grashüpfer, der aufgespießt war. Aber zu dem Zeitpunkt wusste man das eben noch nicht ganz genau, warum das Feuer hier im Biosyn Valley ausbricht. Deswegen finde ich das auch ganz interessant. Mal so nebenbei. Das mit dem Gemälde, hab gerade da das erste Unterkapitel von Ein Leben als Gemälde fertig. Okay. Was ist das? Das ist mein eigenes Buch. Jetzt mache ich doch Werbung dafür. Ha. Ich habe ein eigenes Buch geschrieben, schon letztes Jahr. Nee, Quatsch, 2019 war es sogar schon, müsste das rausgekommen sein. Und das nennt sich eben das Rosenparadoxon. Und da liest er eben gerade das Kapitel Das Leben als Gemälde.
Würdest du Jurassic Park ab 18 feiern? Schon. Ich würde es einfach gern mal sehen, weil da könnte man das Buch umsetzen. 1:1 umsetzen, sehr getreu umsetzen. Ne? So eine Serie von Jurassic Park, ich sage immer noch, ist nicht ausgeschlossen, dass das alles irgendwann noch kommen wird. Es ist bis jetzt eines meiner Lieblingsbücher, das sagst du doch nur so, ey. Wenn wir mal ein Buch in Deutsch lesen, werde ich das Rosenparadoxon mal vorschlagen. Das wäre ja krass, Mann. Das wäre ja krass. Ja, ich habe das sogar auch damals meinem damaligen Deutschlehrer, habe ich das nochmal nachträglich gezeigt. Ne? Ich habe mich mit dem sogar nochmal in der Schule getroffen. Einfach weil er auch sehr viele, er ist selber Lektor, also er kennt sich da auch aus in dieser ganzen Szenerie. Ups. Und deswegen habe ich mich dann nochmal mit ihm zusammengesetzt und habe ihm mein Buch auch nochmal gezeigt. Und er fand es auch nicht verkehrt, ohne jetzt hier Eigenlob reinzuschmeißen. Er hat gesagt, das Buch wär nicht verkehrt. Gut.